So, da sind wir dabei. Katamari Forever, weiter geht's. Wir haben es beim letzten Mal endgültig geschafft, den König aufzuwecken. Ja, er ist wieder zurück. Und dem Roboking hat es nicht so wirklich gefallen. Der ist angeschwollen wie sein bestes Stück bei dem einen Unfall einmal. Aber das ist was anderes. Wir gucken, was wir hier machen müssen. Farewell, Abschied. Roll up Robokings Reactor Core to make a planet. Wir müssen also Roboking zusammenrollen sozusagen. Und diesmal ist auch der normale King unser Ansager. No. Ja, ist okay, man kann die nicht ersetzen, aber für einen kleinen Moment, es war schon lustig. Vor allem, als er in der Dusche saß, seine Knie gehalten hat, geweint hat, das hätte es da sein sollen. Sieht ein bisschen so aus, als wenn sein Bart die Sprechblase ist, fällt mir gerade auf. Was ist das denn für eine Art von Bart? Holy shit. Gut, dann verabschieden wir uns mal vom Roboking. Es war schön, ihn zu kennen, aber goodbye. Gucken wir mal, ob das klappt. Und was unsere genaue Aufgabe hier ist. Alles klar, wir räumen auf. Reaktorkern. Ja, hier das gebrochene Herz. Okay, wir haben eine Minute Zeit, sein Herz aufzurollen. Was vom Prinzip her nicht so das große Problem ist. Und da ist das andere Herz. Und wir kriegen jedes Mal eine Minute hier dazu, wenn wir ein Herz einsammeln. Okay, ab dafür. Das heißt, wir müssen hier auch gucken, dass wir seinen nächsten Teil einsammeln, der da drüben ist. Hier müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht von den Hasen geboxt werden. Triple Door! Ultra Triple Door. Ja, ist okay. Laber mich nicht von der Seite an, dann würde ich hier auch schneller vorankommen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Hallo Robo King, wo kommen wir da hoch? Hier irgendwo? Glaub nicht so. Wirklich. Ich glaube, ich räume mich hier lieber ein bisschen seitlich hoch. Klappt nicht, zu steil. Oh, komm schon. Jetzt aber. Über seinem Fuß, aber nicht auf der Höhe, sondern. Ah, hier nach oben geht's. Nope, das war immer noch nicht die letzte Tür. Direkt auf seiner Nase ist noch eine. Roboparts. Gut, dann wollen wir mal. 333 Kosmos haben wir eingesammelt. Das ist auch eine schöne Rechnung. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie komme ich am besten an sein Gesicht. Oh yeah, baby. So viel dazu. What the shit? You must. Was zur Hölle ist das denn bitte gewesen gerade eben? Das sah furchtbar aus, was da aus ihm rauskam. Das war die ganze Zeit in ihm drin, da wäre ich auch schlecht gelaunt gewesen. Okay. Na komm schon. Ah, ich bin noch zu klein, um das hier aufzurollen. Also wie gesagt, ein bisschen Größe müssen wir ja trotzdem erreichen, um einfach die Einzelteile, die wir einsammeln müssen, mitnehmen zu können. Ansonsten gibt es keine wirkliche Begrenzung oder kein wirkliches Ziel vielmehr. Das Ziel ist es ja, die Teile eben mitzunehmen, die wir brauchen. Die Teile des Robo-Kings. Armer Kerl, dass es so enden muss. Das ist egal, wo du aufbläst und platzt, hätte ich nicht erwartet irgendwie, aber naja, gut. Jedem so, wie es verdient, nicht wahr? Ich meine, wer einen Kosmos zerstört, der hat halt auch irgendwie, weiß nicht, würde mich da auch ein bisschen schlecht fühlen, glaube ich. Weiß auch nicht, ob ich das so einfach wegstecken würde. Okay, wir sind noch zu klein hier dafür. Also ich meine, so Kosmos ist schon so eine große Sache. Es ist schon teuer. Also ich hätte kein Geld, Kosmos zu ersetzen. Ihr vielleicht? Wohl kaum. Ich glaube, das zahlt auch keine Versicherung. Sollte man mal testen, spaßeshalber.
Ich habe den Kosmos zerstört. Das könnte ein bisschen teurer werden in nächster Zeit. Ich will nicht wissen, was man da für eine Rate hat. So, hier die Seite gibt's auch noch. Können wir auch noch schön was mitnehmen. Knapp 2 Minuten noch. Bin ich groß genug für dieses Teil mittlerweile? Na komm schon. Oh Gott, ich häng voll an deinen Robo-Klöten fest. Naja, geht. Alles in Ordnung. Ich war schon panisch für einen kleinen Moment, nein, aber es ging. Immer noch nicht. Das Ding ist größer, als ich wirklich gedacht habe jetzt. Ich habe mich erwartet, wir können schon viel früher einsammeln, aber nein. Falsch. Da sitzt ein Cousin auf dem Staubsauger, kann das sein? Oh ja, Tatsache. Columbo. Holy fuck. Was macht ein Columbo auf dem Staubsauger? How disappointing. Ist auch eine schöne Begrüßung. Oh, hey, Auna, es bist nur du. Ich dachte schon. Jupp, wir haben's. So wie es aussieht, haben wir es geschafft. Ja, let's blow this joint. Ja, wunderbar. Kann man auch falsch verstehen. Hätten wir ihn recycelt. Unseren alten Freund. Einfach wegwerfen. Würdet ihr einen Freund wegwerfen? Das ist... Naja, okay, Freund ist auch ein bisschen übertrieben. Unsere Beziehung zum Robo-King war ein bisschen was anderes. Ja, ist doch wieder schön, wieder da zu sein, oder? Schauen wir mal. 609 Kosmos. Naja, es wird nicht so wirklich toll sein. Coma looking good now. Robo-King, natürlich. Aha. Lass mich raten. 20. 20. 2. Autsch. Autsch. 2 ist... 2 ist nicht gut. Das geht 50 mal besser. Was soll's, wir haben es trotzdem geschafft und einen haarigen Cousin mitgebracht. Columbo. Hooray for the star. Wir widmen ihm auch einen Stern, also den kaputten Planeten. Der war ja von Anfang an ein bisschen kaputt von dem her. Aber ganz ehrlich, ich hätte diese Actionfigur so gerne, wenn es sie geben würde. Ich muss mal nachsuchen, vielleicht gibt es sie ja wirklich. Und damit haben wir es geschafft. Die Massen jubeln und springen mit Fahrrädern in den Himmel. Das, was Leute in Japan eben so machen. Romantikstraße. Und all die anderen Cousins, die hier dabei waren. Darf man natürlich nicht vergessen. Nicht jeder hat hier gearbeitet, aber wir widmen das ja trotzdem ihnen allen. Holy fuck, er trinkt in seinen Gedanken. Interessante Art zu sterben, definitiv. Aber wie ihr euch sicherlich denken könnt, war es noch nicht so 100% ganz. Nein, da blinkt's an der Antenne des König blinkt's. Das heißt, er hat uns hier noch was zu sagen. Oh ja, es gibt noch ein Level. Der Königs, der Traum des Königs, nicht des Königstraum, genau. Squishing the ending. Oh, Kaffee, Mann, ja. Kaffee hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht bei diesem Let's Play. Shoutout zu Kaffee. Warum habe ich gerade meine Hand gehoben? Mich sieht doch eh keiner. Hallo. Hallo, Kaffee. Siehst du mich? Nein, leider. Ich sehe dich leider auch nicht. Das ist mein größtes Problem gerade.
Win-win. Also, wir dürfen träumen, wie es aussieht. Ist doch immer ein schönes Angebot in diesem Spiel, wo man immer unter Zeitdruck ist und du musst so groß sein und warum hast du es nicht geschafft? Und ich würde sagen, wir rollen jetzt einfach mal die Träume auf. Gucken wir mal, von was du alles, von was du geträumt hast. Okay. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Verwerfliches finden. Yes. Sehr gut. So viel, wie es nur geht, mitnehmen. Und nur das. Tut mir leid, ich... Ganz ehrlich, wenn ich hier scharf drauf bin, zu rollen und hier anfangen will, dann kann ich dir nicht zuhören, Junge. Es geht nicht. Du machst mir erst in dem... Ne, das war nicht der Aufzug. Der Roboking war im Aufzug. Du machst mir erst am Anfang von dem Level eine Rede und dann, wenn ich hier schon bereitstehe, laberst du mich nochmal voll. Durch ein Handy, das ich nie sehe. Das ist ultra creepy. Ja, und der Level ist wirklich eigentlich mehr zur Entspannung, sage ich jetzt mal. Ihr seht, 300 Träume sind unser Ziel hier. Das heißt, wir haben schon ein Ziel vor Augen, aber es ist eigentlich ein machbares Ziel. Wenn ich jetzt hier gerade nicht so wirklich viele habe, aber hey. Oder war gerade... Ja, das war der König. Oh, da war ein Katzentraum. Der König hat definitiv von Katzen geträumt. So viel steht fest. Wunderbar. Ich weiß, ich habe nur noch 30 Sekunden, aber hier sind noch so viele Träume. Glaub mir. Ja, wir haben die 300 schon erreicht. Seht ihr? Was für ein verträumter Katamari. Bonus Twinkle Time. Natürlich nehme ich trotzdem so viel mit, wie nur geht. Damit wir so viel, wie nur geht, von den guten Träumen sammeln können. Und das war's. Das war eine wunderbare Zeit mit dir, König. Gucken wir mal, ob wir das zu seiner Zufriedenheit hier abschließen konnten. Aber wann ist der König schon mal zufrieden? Das frage ich jetzt in allem Ernst. Selten mal, außer wenn wir wirklich eine perfekte Score kriegen. Schauen wir mal. Hol das Maßband raus. 525 Träume. Naja, Träume. Ach so, okay. Spiele, von mir aus. Die Frage ist vielmehr... Was hast du am meisten geträumt? Nicht, was habe ich viel mehr eingesammelt. 75 Punkte ist okay. Ich habe gedacht, dass wir 50 oder so kriegen, von dem her. Naja, komm. 75 ist besser als 2 von vorhin. Musst du mal ganz klar zugeben, König. RPG Planet. Klaro, vielleicht schlage ich mich irgendwann mal dazu durch. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Königsträume auch noch eingesammelt. Objects rolled in, 3294. Oh, Maximum Diameter, holy shit, holy shit. Das war hier der letzte Teil, den wir gerollt haben, wo wir dann im Kosmos waren und den König aufgerollt haben, als wir ihn aufgeweckt haben. Also, das ist wirklich der Level, wo man einfach den größten Katamari hinkriegt in dem ganzen Spiel. Also, es gibt, glaube ich, keinen anderen Level, bei dem man so eine gewaltige Größe erreichen kann. Ja, wir sind fast soweit. Was denn? Wer kann nicht springen? Elefanten können, glaube ich, nicht springen. Okay, wir sollen unsere Jumps trainieren. Von mir aus. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Abschlussspiel hier. Und Ladies and Gentlemen, das war Katamari Forever. Und das muss ich hier nebenher noch spielen und mich verabschieden. Es ist gar nicht so einfach, aber
vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Ich denke, wir hatten einiges an Spaß mit diesem extrem krassen Spiel. Und ja, ich hoffe, ich konnte einige dafür interessieren, die es vielleicht vorher nicht kannten. Vielleicht schaut es euch selber mal an. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes, dass wir gemeinsam hier Spaß hatten. Und wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Es gibt ja noch andere Katamari-Spiele. Vielleicht schlage ich mich irgendwann mal dazu durch, mir die auch anzuschauen. Aber jetzt muss ich erstmal springen, Junge. Ich muss hier erstmal... Ich kann jetzt nicht abspannen. Das geht nicht. Verabschiedung, Ist ein bisschen wie ein Flipper auch teilweise. Wenn man hier noch jonglieren muss. Und das ist doch mal eine geniale Art, einen Abspann zu machen. So bleibt man doch auch dran. So schaltet man ihn auch nicht weg. So klickt man nicht durch. Wie wenn es nur weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund ist. Ich finde diesen Song so geil. Ich habe den auf der CD im Auto und es ist nicht gelogen. Ich habe den kompletten Soundtrack mir besorgt. Und ich sag nur so viel, es lohnt sich definitiv, sich diesen Soundtrack mal anzuhören. Und ja, ich bin abgestürzt, aber trotzdem schön war's. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ich bin Beta, bis dahin, haut rein.